Hallo und herzlich willkommen. Du hast neben Windows 10 als Dualboot-System ein Linux installiert, es gefällt dir nicht mehr und du willst es wieder loswerden? In diesem Video zeige ich dir, wie du das mit Windows 10 Bordmitteln ohne zusätzliche Software hinbekommst. Mit dieser Vorgehensweise kannst du jedes Linux wieder von der Festplatte löschen. Also bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich für dich. Als erstes löschen wir die Linux-Partition von der Festplatte. Wir klicken unten auf die Startleiste und tippen dort compmgmt.msc ein. Klicken das Icon mit Rechtsklick an und führen als Administrator aus. Auf der linken Seite klicken wir auf Datenträgerverwaltung. Wir sehen im mittleren unteren Bereich die Partitionen. Normalerweise erkennt Windows das Linux-Dateisystem nicht. Daher nennt sich die Linux-Partition meistens fehlerfrei primäre Partition. In meinem Fall befindet sich Linux auf der 15 GB Platte. Achte hier darauf, dass du nicht ausversehentlich die falsche Partition auswählst. Wir klicken auf die Partition, die das Linux enthält, mit der rechten Maustaste an. Im erscheinenden Dialog wählen wir Volume löschen. Windows fragt, ob die erstellte Partition, die möglicherweise ein anderes Betriebssystem enthält, gelöscht werden soll. Das wird hier natürlich bejaht. Wir vergrößern als nächstes das angrenzende Windows-Dateisystem. Wir klicken die Windows 10 Partition, hier C-Doppelpunkt, mit einem Rechtsklick an und wählen Volume erweitern aus. Beim erscheinenden Assistenten klicken wir auf Weiter. Im nächsten Dialog können wir auswählen, wie viel vom freien Platz dem Windows-Laufwerk hinzugefügt werden soll. Mit einem Klick auf Weiter wird alles ausgewählt. Mit den Pfeiltasten kann der Platz verkleinert werden, falls gewünscht. Mit einem Klick auf Fertigstellen wird der Prozess beendet. Somit ist die Linux-Partition Geschichte. Als nächstes wird die vergrößerte Festplatte auf Fehler geprüft. Dazu wählen wir das Laufwerk mit einem Rechtsklick aus, klicken auf Tools und dann auf Prüfen. Im nächsten Dialog klicken wir Laufwerk scannen an. Die Überprüfung dauert nun eine Weile. Wenn wir den PC nun neu starten, haben wir das Problem, dass der Linux Boot Manager nicht mehr funktioniert. Wir landen in der Regel in einer Grub-Eingabe-Aufforderung. Hier kommen wir mit dem Eintippen von Exit und Enter wieder heraus. Damit Windows wieder normal ohne dieses Ärgernis startet, ist noch ein weiterer Schritt notwendig. Wir öffnen diesmal die Eingabeaufforderung als Administrator. Dort geben wir boot-sect-nt60-c-mpr ein. Nach einem Neustart sollte Windows normal starten. Falls wieder die Grub-Eingabeaufforderung erscheint, gib in der als Administrator geöffneten Eingabeaufforderung bootsect-nt60-all-force ein. Nach einem Neustart sollte nun Windows ganz normal starten. Glückwunsch, du hast Linux von der Festplatte gelöscht. Warum eigentlich? Schreib es mir unten in die Kommentare. Bitte teile das Video in den sozialen Netzwerken, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du meinen Kanal abonnierst, findest du zukünftig meine Videos in der YouTube-Rubrik Abos. Dadurch sparst du dir wertvolle Zeit. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.